Jawohl. Die Aufnahme und ich bin wahrscheinlich wieder weg. So, da bin ich wieder. Mache ich noch schnell das Ding hier weg. Ausblenden. Jawohl. Okay. Also, wir werden direkt nach dem Warm-up in einen Kraftteil gehen. Üblicher Ablauf, Front-Squats. Diesmal, letzte Woche hatten wir Back-Squats, dieses Mal Front-Squats. Heute Morgen mussten die liebe Su die arme Susi und die Valerie noch 6 Runden machen. Mit jeweils 20 Wiederholungen. Das war aber zu gar. Ich habe mit der Valerie noch mal ein bisschen kommuniziert. Deswegen habe ich 4 Runden rausgemacht, auch aus Zeitgründen, mit 10, 15, 20, 20. Und im besten Fall macht es so, dass der 10er-Satz der schwerste ist, der 15er-Satz etwas leichter und der 20er-Satz etwas leichter. Und damit ihr ein Gefühl für die Gewichte habt, habe ich die nochmal hingeschrieben. Valerie hat alles mit 45 durchgezogen. Allerdings musste die dann auch bei den 20 immer Pausen machen. Das versuchen wir heute mal zu vermeiden. Und darüber die Gewichte sind für die Herren unter uns. Genau. Also da schon mal drauf einstellen. Da gehen wir auch gleich im Warm-up intensiver drauf ein, dass wir bei den Front Squats uns schön hocharbeiten. Dann hätte ich gedacht, gehen wir erstmal ins Workout. Ich hatte vorhin noch erst den Snatch-Teil drin, aber ich würde erstmal, scheiße, ich blute, ins Workout gehen. Mit 5 Runden. Eine Runde besteht aus 9 Kalorien Rudern oder 16 Shuttle Run, 9 Handstand Push-Up, 9 Toe-to-Bar und 45 Double Unders oder 40 High-Knees. Bei den High-Knees links, rechts eine Wiederholung. Deswegen steht da links plus rechts. Also wenn ihr jeden zählt, sind es dann 80. Danach dann 1 Minute Pause und dann geht es in die zweite, dritte, vierte, fünfte Runde. Und dann die Zeit nehmen, die ihr gebraucht habt nach der fünften Runde. Und dann würde ich ganz gerne noch ein bisschen in den Snatch-Teil gehen. Den haben wir ja normalerweise am Freitag drin. Aber da ich selber Freitag so gut wie nie da bin und ich ein Egoist bin, habe ich den Snatch-Teil für heute reingenommen. Ja? Und dann werden wir am Freitag dann erst cleanen. Okay, Aufgabe soweit verstanden im Groben. Dann Vorschlag, die ein Rudergerät haben, setzen sich aufs Rudergerät. Die, die keins haben, setzen sich nicht drauf. Und wir Wow! ja. Wieder einen rausgehauen. Absolut. Aber Neun zu Kalorien. viel Wasser. Scheiße, ich glaube, ich muss echt nochmal ein Pfaster holen. Neun Kalorien. Nee, ich mache mal. Kleinen Moment, ich muss noch ein bisschen Kreide drauf Warte, machen. er ist am Verbluten. Ja, ich habe ganz intelligent ein Messer in die Spülmaschine gesteckt. Ein sehr scharfes und wollte es wieder rausnehmen, nachdem die Spülmaschine fertig war und dann war die Schneide im Weg. Okay, 9 Kalorien oder 16 Shuttle Runs. Wir gucken mal, ob das dann auch fürs Workout so passt. Und wir starten in 10 Sekunden. Los geht's. So, ich bin fertig. Franzi, wo bist du? 13. Okay, dann machen wir 14 draus, glaube ich. Habe ich mir schon fast Ich bin aber gedacht. auch nicht schnell jetzt, ne? Aber naja. Ja, aber ich habe auch nicht schnell gemacht. Aber dadurch, dass sie nach der Pause ja immer sind im Workout, werden wir da schon schneller sein. Ich gehe da ein bisschen runter auf 14 oder 12, sowas. Mal gucken. Okay, wir gehen in den Deadmarsch. Ihr kennt die Übung. 3 Schritte, 1, 2, 3 und dann links, rechts aufdrehen. 1, 2, 3. Könnt ihr dann noch mal, wenn ihr keinen Platz mehr habt, mal rückwärts laufen. Machen wir einfach so lange, bis der Trainer meckert.
Noch drei Wiederholungen. Und dann gehen wir in 10 schnelle Mobility Squats. Vor den Front Squats. Nochmal in die Mobility Squats. Hände bleiben drunter. Und nur 10 mal unten Spannung rein. Und Po wieder hoch. Und dann gehen die Langhantel, Freunde, an die Langhantel. Gerne noch eine leere Langhantel. Die anderen an ein leichtes Gewicht. Und wir machen 10 Front Squats. Also Frontkniebeuge. Dann aufstecken, bisschen Gewicht drauf für die nächste Runde. Jetzt mal 35. Und wenn ihr soweit seid, gehen wir wieder aufs Rudergerät. Und auf Kommando gemeinsam, wir warten nur kurz auf Helmut und Oschi, gehen wir wieder in 9 Kalorien. Und die Lauffraktion macht jetzt mal bitte 12 schnellere Shuttle Runs. In 3, 2, 1, los geht's! Und fertig. Ja, Punktlandung. Okay, das passt. Also, ach, da sind ja noch mehr bei Manu, gucke. Also machen wir 12 Shuttle Runs nachher im Workout. Nur schon mal zur Info. Hallo, Frau, wir doch gleich Ja, du kannst auch mehr machen, du hast recht, Sandra. Du kannst gern 12 machen. Dann mache ich, bleibe ich bei 9, du bist eh stärker. Okay, Ausfallschritt, Spinnenmann und Cossack Squat. 8 wunderschöne Wiederholungen als Kombination. Und dann gehen wir noch mal in die
Windmühle, 30 schnelle Rotationen von links nach rechts. Und 10 Front Squats mit unserem Mehrgewicht jetzt. Und wieder aufstecken. Oh Gott, das wird schon schlimmer. Ah. Oh, nein, das ist mir nicht gegeben. Hat es jetzt 30 oder was hattest du? Mein Herz ist 45, das ist so eine erfrorene Luftraum. 45, ja. Das Einstiegsgewicht. Bei den Frauen. Ich gehe jetzt mal auf 45 als Warm-up-Gewicht. So, und dann nochmal ganz kurz ein bisschen verinnerlichen Richtung Workout, wenn wir in die dritte Runde gehen. Ihr habt ja nach den 45 Double Unders oder High Knees habt ihr eine Minute Pause. Das heißt, ihr seid dann ein wenig frischer für die kommende Runde und geht dann in die Shuttle Run oder ins Rudern. Insofern hast schon recht, Sandra, wir werden 12 rudern für Helmut und mich und die Mädels 9 Kalorien. Und Shuttle Runs bleiben wir aber auch bei 12. Ja, und wir gehen jetzt mal ein bisschen aggressiver rein. Ich zähle an, geht mal aufs Rudergerät. Also jetzt gehen wir mal so rein, als wenn wir schon im Workout wären. Ich warte noch kurz, bis alle soweit sind. Uschi steckt noch ein bisschen. Manu, immer 4 Meter hin, 4 Meter zurück, gell? Achtung. In 3, 2, 1, los! Ja, ungefähr 35 Sekunden wird das dauern. 35, 40 Sekunden. Okay. Unser heißgeliebter Hindu-Push-Up darf nicht fehlen. 8 Wiederholungen. Okay, nicht wundern,
Bei den Front Squats geht natürlich der Puls hoch. Das wird sie nicht vermeiden lassen. Also die werden anstrengend. Wir machen jetzt nochmal einen Warm-Up-Satz. Und dann gebe ich uns noch ein bisschen Zeit, bis wir bei unserem Wettkampfgewicht sind, sozusagen. Soll ich denn mehr machen, weil ich nur 20 habe? 20 Kilo? Dann machst du einfach 4x20 in den 2 Minuten. Also 4x20, du machst es dann ähnlich wie die Svenja mit den 30 Kilo oder 32,5, was die Svenja hat. Ja, die Svenja geht dann auch auf 4x20, okay? Aber jetzt noch nicht, jetzt sind wir noch im Warm-up, Manu. Wir sind noch nicht im Strength-Teil. Ich weiß es nicht mehr, Franzi. Aber letzte Woche war ja Backsquat, gell? Ja. Also ich habe mich jetzt nur für euch an dem Gewicht von Valerie orientiert. Sie hat ja alles mit 45 gemacht. Allerdings, wie gesagt, mit Pausen. Und deswegen geht ihr dann ein bisschen runter. Beziehungsweise ich auch. Also ich habe jetzt 45 drauf und versuche damit die erste 10er Runde. Okay, sehr gut. Okay. Ich bin der Meinung, die habe ich vor 2 Wochen auch genommen. Das kann gut sein, Franzi, weil ich hatte nur 38. Ja, dann sagen wir auch so. Ja, ja. Also ich mache jetzt auch mal die erste Runde mit 55. Mal gucken, ob das gut geht. Scheiß Blut, ey. So, Helmut Uschi erarbeitet vom Boden. Ihr könnt immer aufheben, gell? Ist ja nicht so schwer. Na, ja. Ihr cleant, du machst mit Box, genau. Svenja auch klar. Sandra, was nimmst du als Startgewicht? Weiß ich noch nicht. Auf 40 schaffst du. Ja, ich hätte fast 42,5 gesagt, damit sie dann noch ein bisschen Potenzial hat zum Runtergehen. Also 4 Runden, 2 Minuten. Warten wir, bis alle fertig aussehen. Ich habe gerade das Gefühl, ich könnte noch mal auf Toilette gehen, aber ich glaube, das wird auf Unmut stoßen, oder? Ja. Da muss ich danach gehen, mal gucken, ob ich es schaffe. Geh danach. Okay, Svenja, are you ready? Ja. Ja, 4x20, ich weiß, sie tun weh, Manu 4x20, Sandra 10, Franzi 10, Jochen 10, Uschmut 10. Mit dem ersten Gewicht. Uschi ist soweit, wo ist die? Nein, die kommt gerade. Wir haben gedacht, wir dürfen uns noch auf unsere Gewichte aufkämpfen. Uschi, bist du soweit? Bist du bereit? Nein, ich habe noch nicht so viel Kilos. Okay, dann stecken wir noch schnell auf. Ich habe ein bisschen Angst, aber gut, das gehört dazu. Das ist auch gerechtfertigt. Ja, absolut, ja. Guck mal hier, ist das nicht schlimm? Oh. Also mal gucken. Nach dem Training habe ich wahrscheinlich gar kein Blut mehr in mir. Oh.
Musst du eine Blutbank in der Nähe haben? Er bringt dich da als Blutspender. Komm los. Na, na, weniger 1,25. Okay, Kamerushi? Ja, ja, bitte. War das ein Ja? Ja. Okay, dann, ihr Lieben. Warte, ich mache jetzt noch ein bisschen Musik, noch ein bisschen Untermalung. Dann fühlt sich das vielleicht nicht ganz so schlimm an. 10 Sekunden in Runde 1. 10 bzw. 20 Wiederholungen. Genau. Pause. Also, das ist viel Kopfsache, ne? Dran denken. Das ist kein Larifari hier. Wir haben noch 25 Sekunden und dann gehen wir in 15 für alle mit der Langhantel und die anderen 20 Wiederholungen mit etwas weniger Gewicht. 10 Sekunden. Ich muss jetzt runtergehen auf 47,5. Eigentlich wäre ich jetzt bei 50. Aber das wird nichts. Die 52,5 waren schon sehr eng. Zumal auch die Zeit immer enger wird. Jetzt kommen wir in den vorletzten Satz. 20 Wiederholungen. 5. Kommt.
Ich musste eine Pause einlegen jetzt. Bei 15. Die gute Nachricht, wir gehen in die letzte Runde. Versucht in den 2 Minuten zu bleiben einfach. Auch mit Pause. Achtung! Ich habe 10. Sehr gut, Leute. Also im Original würden jetzt noch 2 Runden kommen. Aber ich glaube, da würde ich sterben. Das ist nicht machbar. Das schaffe ich nicht. Hast du es jetzt nicht geschafft? Nein. Was hast du denn geschafft, Sandra? Ich habe 15 mit 40 Kilo. Dann habe ich nur 9 mit 38. 16 mit 35 und 20 mit 35. Okay, na ist doch gut. Das heißt ja auch nicht, du musst dich an dem Gewicht halten. Franzi, hast du mit dem Gewicht, das hast du geschafft, oder? So wie das steht, die erste Runde. Ja. 45, dann 40 und die ganzen beiden 37. Ja, sehr gut. Ich habe auch nur die letzten beiden Runden geschummelt mit 47,5. Aber noch 2 Runden wäre ich auch schon. Ja, komischerweise ging es die letzte Runde, aber wahrscheinlich, weil es die letzte Runde war, noch mal besser, da habe ich 10-10 gemacht. Oh Gott. So Leute, dann schaut euch einfach mal in Ruhe das Workout an. Geh mal pieseln. Naja, dabei bleibt es leider nicht. Dann geh mal kacken. Also, die erste Übung kennt ihr schon, 9 Kalorien rudern, beziehungsweise für Helmut und mich 12, 16 Shuttle Runs. Ich denke 12. Entschuldigung, 12, warte, das ändere ich, sonst komme ich durcheinander im Kopf.
Sonst kommt. Ja, dann Busch, aber ist egal, ne? Könnt ihr strikt machen, da steht nichts da. Ich mache es strikt, aber ihr könnt auch Kipping machen, wer das beherrscht, wer da sicher ist. Die tote Bar, da könnt ihr, da muss ich mal kurz überlegen. Das ist die Frage. Ja, ich hätte jetzt gesagt, anstatt 9 dann 12 Pike-Ups. Hast du da die Möglichkeit, Pike-Ups zu machen? Ja? Dann baut euch mal die Pike-Up-Station auf, die sollen schon ein bisschen eklig sein. Mache ich mir mit den weißen Handschuhen hier auf dem Boden. Okay, ja, ja, mach das, ist gut, ja. Dann wird er endlich mal richtig sauber gemacht auf Lanzarote. Ich muss mal gucken, ob die Ohren gepuckt sind, Herr Nasen. Dann geht da mal die Vulkanasche weg. Danach. Ah, stimmt, du machst ja Double Angers. Ja. Was hältst du denn für realistisch, Sandra? 15 bis 20. Ja, dann mach das. Mach 15 bis 20, je nachdem, wie es läuft. Ja. Mein Ding bringt gleich ein. Also genau, 40. Da sehe ich nämlich nicht, den nur 11 ist eher, denke ich mal. Ja, okay. Links und rechts ist eine Wiederholung. Also 80, wenn ihr jeden Einzelnen zählt. Also, ich zeige nochmal die Übung. Habt bitte die Hände hier oben, wirklich rechte Winkel und Knie gehen zu den Händen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und so fort. So, dann kann sich jeder jetzt ein bisschen einstellen auf sein Workout. Ich brauche noch ein bisschen. Denkt auch dran an die Pause, die ihr machen müsst, dass ihr dann die Uhr im Blick habt. Ich brauche die Langhantel nachher nochmal, ne? Ja, ja, genau. Ah, ja, die gucken jetzt mal. Ja, jetzt kannst du erst mal abgeben. Jetzt brauchst du erst mal 20 Minuten nicht. Also circa 20 Minuten. Vielleicht geht sich ja das aus. Müssen wir aufs Klo gehen? Ja, aber ich muss mich auch noch eingruben. Ich muss gleich noch aufs Klo, das ist schon richtig. Das ist auch die Hose rutscht. Ja, die wird auf jeden Fall rutschen. Aber so ganz ohne Vorbereitung kann ich jetzt auch nicht reingehen. Okay. Okay, ich verschwinde kurz zur Toilette. Ja.
Franzi, kannst du die Toastobar jetzt ohne ohne Zwischenstopp? Nö. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Noch nicht. Also ich kann das Dipping, aber ich kriege meine Beine nicht so hoch. Viel mit Bauchmuskeln oder so. Keine Ahnung. Ich Ich mache krieg's. so hoch es geht und dann werde ich auch versuchen, einige halt mit Zwischenschwung dann, aber dass ich auch mal oben ankomme. Ja, genau. Also mit Zwischenschwung geht es dann auch bei mir, aber so ohne. Keine Chance. Machst du die Handstand-Push-Ups mit Kipping? Nö, ich glaube nicht. Je nachdem, wie viel Luft ich habe. Oder vielleicht doch mal schauen, ich weiß nicht. Ich glaube, die ersten gehen schon ohne. Und dann nachher wird es irgendwann schwierig wahrscheinlich. Ja, manchmal darf das mische. Kannst auch mischen, kannst machen, wie du willst. Na gut. Ja. Machen wir mal so vor, so wie ich hier stand. Ja, da darfst du dir aussuchen, wie du willst. Das ging aber quick. Da war schon halb draußen, Kein Kommentar. So, habt ihr Ganz davon normal. noch irgendwelche Fragen, Leute? Timecap ist 20 Minuten. Nach der letzten Übung eine Minute Pause. Es geht los mit Rudern, Handstand Push-Up, Toe-to-Bar und Double Unders bzw. Heini. Okay. Hey. Der Heini. Haben wir alles? Jawohl. Helmut ist schon ganz heiß. Achtung, Musik zuerst. Zehn Sekunden, viel Spaß! Schön hoch die Beine. Oh. Ah.
Also ihr merkt schon, das ist ein Sprint, voll durchziehen, Vollgas. Die vier Übungen. Scheiße. Knie höher, Svenja, komm, komm, komm. Mach es dir zu leicht.
Thank you.
Scheiße. Mach doch noch eine, Svenja. Dann machen wir die auch. Okay. Halt vor. Aber ich muss ja trotzdem meine Zielzahl haben. Oh. Oh. Scheiße. Komm. Gleich hat es. Jawohl. Ich glaube 17:20. Helmut, noch eine, gell? Oder bist du fertig? Fertig?
Sind alle fertig, oder wie? Alle fertig, ja? Sieht so aus, ja. Helmut sieht so völlig tief entspannt aus. Ja. Nee, wirklich, du, gar nicht spannend. Also ich fand es ziemlich, ziemlich eklig. Oh. Oh. So, ich trage gleich mal die Ergebnisse ein mit euch. Die Svenja. 1356. Warte, ich muss mal meine schreiben, sonst vergesse ich die. Kann das sein? 1431? Hast du vor mir fertig? Ne, dann kann es nicht sein. Nummer 1631, ich weiß. Wo ja, warst du? Bei Nummer 1607. Du hast 1607? Ja. Okay, dann habe ich 1631. Okay. Weil du warst kurz vor mir, ja. Okay, 16.07. RxSC. Ranzi. Jochen. Manu? Ich war kurz vor dir fertig. Dann gebe ich dir eine 16.25. Und Sandra? 17.20 mit 15 DU. Ja, sehr gut. Wird doch, wird doch. 15 DU. Unsere Ursula? 16.15. Ist ja klar, auch wieder vor mir, ist ja klar. Ja, es geht. Helmut? 16.30. Ja, die eine Sekunde hast du dir nicht nehmen lassen, ist ja klar. Das geht minus. Aber du musst, irgendwo musst du schneller geworden sein, weil du warst die ganze Zeit hinter mir. Hast du irgendwas verändert zwischendurch, jetzt mal ohne Quatsch? Ja, ich bin draufgekommen, dass wenn ich langsamer rudere, ich dann mit der Anrennung so viel schneller bin, dass ich fast eine halbe Minute schneller war. Okay. Oh. Dass ich eine Lust nach einer Rodung habe. Okay. So, wir snatchen noch ein wenig. Jetzt sind wir richtig warm. Braucht auch gar nicht so viel Gewicht sein. Es geht wieder nur um Technik hauptsächlich. Für die Langhantelfraktion. Die Kurzhantelfraktion kann gerne Overhead Squats machen, Svenja, oder? Du hast eine andere tolle Idee. Du kannst auch den Squat Snatch einarmig probieren. Nee, da bin ich heute geistig nicht mehr in der Lage zu. Okay. Dann machst du einfach drei Overhead Squats pro Seite. Was hältst du davon? Ja. So, dann baut euch mal alles zurecht. Helmut, du kannst ja Power Snatch machen. Uschi, für dich nur ganz leicht, gell? Da geht es nur um Technik für dich. Dass du dir nicht wehtust. Könnt euch ja erstmal ein bisschen reinsnatchen. Bevor wir loslegen. Ah, lange nicht gemacht. Schon ein paar Wochen her. Oh, das geht schon nicht mehr. Oh, das ist schwer. Oh.
Also ich fange mal mit 30 Kilo an. Mehr wird nicht. Ist da eigentlich Zeitverschiebung in Lanzarote? Oh, er hört mich, Entschuldigung. Eine Stunde eher. Also bei dir ist. Bei dir ist 6:30 oder was? Oder was, Manu? Do you hear me? Manu, hat sie ihn bei euch? Ja, warte, die ist gerade noch im Warm-up. Ja. Ah ja, okay. 6:30. Also bei dir ist, glaube ich, nicht laut. Du kannst ruhig anlassen. Echt? Ja. Da hinten der Sportler sieht nicht aus, als wenn er an seine Grenzen geht. Da bist du ein ganz anderes Kaliber. Oder hinten sind noch mehrere. So, pro Runde 1:30, meine Herren und Damen. Wir haben 7 Runden. Wie gesagt, es geht jetzt nicht hier um den Weltrekord zu brechen, sondern einfach technisch schön zu arbeiten. Gerne auch ein bisschen steigern zwischendurch, wie ihr euch wohlfühlt. Fragen? Niente? Zehn Sekunden. Gehen wir in die erste Runde mit 3 Wiederholungen. Hohoho. Svenja, kommst du zurecht? Passt das bei dir? Ja. Okay. Uschi, alles gut? Alles runter? Ja. Danke. Okay. Zweite Runde, 3 Stück. Nochmal 3. Oh. Yes. Franzi, wie läuft's? Ja, es läuft irgendwie. Mit wenig Gewicht läuft es. Was hast du drauf? 27,5. Oh ja, ist doch gut. Ich habe jetzt auch erst 35. Sandra, bei dir? Ja, wir haben jetzt mit 28 gemacht und mal 30. Hey! 3 Snatch mit 28? Ja. Okay. Respekt. Finde ich jetzt schon nicht schlecht. Ich mache noch einmal mit, aber dann muss ich leider raus. Alles klar, Manu.
Dann ich versuche nochmal irgendwann. Gib dir nochmal Mühe. Ja, hat viel Spaß. Mach es. Wie? Ist das Gewehr schon und sieben, oder was? Was? Dann noch Squat Snatch. Nicht Power Snatch. Squat Snatch, Sandra. Ah, okay. Jetzt, da haben wir den Fehler gefunden. Ja. Nächste Runde sind dann zwei Wiederholungen. Helmut, läuft's bei dir? Nein. Warum? Woran hapert's? Einfach so, nicht mein Tag. Okay. Solange es nicht dein Leben ist, dann ist alles gut. Ein Tag darf immer mal sein. Okay. Zwei Wiederholungen. Mal. Ciao Manu, viel Spaß. War schön mit euch. Servus. Ich bin jetzt bei 40 und da bleibe ich auch. Komm Uschi, versuch dann nochmal nächste Runde ein bisschen tiefer zu gehen. Bisschen breiter greifen, bisschen tiefer runter. Das war schon gut, Sie. Und nochmal zwei Wiederholungen. Mach einen richtigen Power Snatch, Sandra, und dann Overhead Squats, aber nicht so ein Muscle Snatch da. Und nicht hier so ranschwingen an die Hüfte und dann wegschwingen. Schön nah am Körper hochziehen. Ja! Ah! Der sah gut aus, Franzi. Der sah echt gut aus, ja, aber dann. War noch okay. War irgendwie. Dann hat der Rest gefehlt, der Squat. Dann war der Kopf weg. Der Kopf im Weg. Aber der war schön leicht durchgezogen. Aber 30 Kilo ist auch schon. Ah. So, jetzt. Wie viele Halle die bei dem genommen? Das weiß ich. Die hat Clean, Squat Cleans gemacht heute. Ich glaube mit 65 aber. So, vorletzte Runde, jetzt nur noch eine Wiederholung. Sandra, du bleibst einfach bei zwei. Und Franzi, jetzt zeig mal richtig schön. Ach, gucke, wie leicht der war. Super schön. Gucke mal. Hast du jetzt 30 drauf? Ja. Ja, komm, mach mal 32,5. Die kannst du schon noch gönnen. Ich
Jawohl, Uschi, komm, da geht noch ein bisschen tiefer. Gut. Und Helmut, nochmal Power. Leicht, das sind 60, 65, Helmut? 55. So, einen haben wir noch und dann ist der Drops gelutscht. So, Franzi, den gucken wir uns jetzt an. Mati! Vollgas! Ja, leicht! Ja, warte! Absetzen, jetzt wartest du. Ich mach meinen und dann machst du deinen nochmal. Warte jetzt einfach. Den hast du sicher. So, ich mach mal meinen. Noch einer. Nee, mir tut's Handgelenk weh. Ja, der ist leicht. Ich weiß, 40 Kilo ist leicht, aber ich habe Handgelenk. So, Franzi. Komm. Danke. Ja, passt. Lass mal gerade so gelten. Kriegst du leider leichte Abzüge bei der Haltungsnote. Aber ja, nur ganz leicht. Jawohl, Svenja. Das war kein Dänemark. Komm, Svenja, zieh ihn durch. Oh nein. Schön. Hast du was unter den Fersen, Svenja, oder ist ebenerdig? Ebenerdig. Sehr gut. Da ging doch auch was vorwärts. Die hast du halt relativ oft gemacht, gell, die letzten Monate. Die sehen gut aus, die sehen souverän aus. Das ist echt so eine Kopfsache, ne? Vom Gewicht her kriegt man, glaube ich, viel, viel mehr in den Snatchen. Ja, ja, ganz viel Kopf. Aber schön getont heute, Leute. So, morgen bin ich etwas überrascht. Da ist abends noch keiner angemeldet. Habt ihr alle Angst vor dem Workout oder was ist da los? Ja gut, das ist klar. Bei dir, Sandra, weiß ich's. Aber Svenja, Franzi? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Aber ich habe auch noch nicht wirklich geguckt, aber ich werde morgen hier zu Hause turnen, wenn ich schaffe. Ich habe noch bis um 5:30 noch einen Kundentermin. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig gehe. Ja, also, ich glaube. Kann man ja morgen zu Hause machen, ne? Da brauchst du, glaube ich. Ja, das ist ja wieder dieses Ausdauerteil mit ein bisschen Abwandlung, aber das kannst du gut zu Hause machen. Ja, ich melde mich noch an. Ja, das wäre schön, weil ich werde es morgen früh mitmachen. Weil ich am morgen Abend schon einen Termin habe, dann muss ich Trainer sein. So, ich bin angemeldet. Bitte nicht alleine. Fein, ganz fein. Das ist lieb. Aber gestern, ich muss sagen, ich war traurig. Ich war alleine mit der Dagmar. Niemand hat uns begleitet. Und wir haben viele, viele Wiederholungen gemacht und alleine die 185 Jumping.